Am 1. September dieses Jahres gedachten zahlreiche Bernauer des Tages, an dem Deutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg in Europa entfachte und der deshalb seit 1946 als Weltfriedenstag begangen wird. Und ich setze den Weintraubenkern die wärmende Erde. Und ich küsse die Rebe und irgendwann pflück ich den Wein. Wofür sonst sollte mir dieses Leben gegeben sein? Bereits am Nachmittag pflanzte der Pankepark Kulturkonvent Bernau e.V., musikalisch begleitet vom Sänger und Rockpoeten Tino Eisbrenner, eine Friedenskastanie gleich neben dem Sitzfindling in der Nähe des Gottesauges. Der Publizist und Soziologe Dr. Dieter Korczak betonte das Anliegen des Vereins Pankepark Kulturkonvent Bernau, mit der Pflanzung einen Denkanstoß für Frieden und Pazifismus und gegen Kriegstreiberei und Bellizismus geben zu wollen. In der Ode an die Freude hat Friedrich Schiller die Vorstellung des Weltfriedens ausgedrückt. Im Elysium, dem Ort der Glückseligkeit, an dem alle Menschen Brüder werden, in einer friedlichen Koexistenz leben. Seit der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, die mindestens 200.000 Menschen töteten, ist der Weltfrieden existenziell bedroht. Zu viele Länder besitzen Atomwaffen. Zu viele Länder können ein Inferno auslösen, das im Weltuntergang endet. Es zeugt für mich deshalb von sehr großem Unverstand, wenn unsere aktuelle Außenministerin der deutschen Bevölkerung Kriegsmüdigkeit vorwirft. Dieter Sengers, ein Zitat von ihm: Wer den Frieden will, muss den Frieden denken. Wir, die Mitglieder des Pankepark Kulturkonvents, wollen deshalb mit dem Pflanzen dieser Kastanie ein Friedenszeichen setzen. Vor 3 Jahren haben wir eine kleine Kastanienfrucht eingepflanzt. Aus dieser Frucht ist trotz der Dürre der letzten Jahre, dank sorgsamer Hege und Pflege, dieser kleine Baum gewachsen. Er kann jetzt 300 Jahre alt werden und damit auch späteren Generationen dann als gewaltiger Baum Zeugnis ablegen von unseren friedlichen Absichten. Die Pflanzung sollte ursprünglich bereits am 18. Juni stattfinden, dem Tag, an dem der Kulturkonvent sein 20-jähriges Bestehen feierte und bei dem der Verein forderte, den Pankepark zu einem Friedenspark zu machen. Wegen der damals großen Hitze wurde die Baumpflanzung auf den Weltfriedenstag verschoben. Ja, eine tolle Veranstaltung heute, dass an den 1.9. gedacht wird, an den Weltfriedenstag, und dass viele Menschen hierher gekommen sind, die den Frieden wollen. Und gerade in der jetzigen Zeit, in der heutigen Zeit, wo echte Signale gesetzt worden sind, wo die Friedenstaube mal wieder fliegen muss, ist diese Veranstaltung für mich sehr wichtig und deswegen bin ich heute hier. Ja, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich dagegen stellen, gegen die unbedingt alles militärisch lösen wollen, alle Konflikte militärisch lösen wollen und Sieger werden wollen und die Größten sein wollen. Es gibt eine ganz große Menge von Menschen, die diesen Weg nicht mehr mitgehen. Und das werden immer mehr. Das hat nichts zu sagen, dass wir nicht hier Hunderte sind. Es gibt Hunderte und Tausende in Bernau, die so denken wie die, die hier stehen. Wir sind ja bloß sozusagen Vertreterinnen. Leg deine rosane Brille mal weg. Genieß noch die Stille, doch krieg keinen Schreck, denn das Lied, das ich singe, erinnert vielleicht an die Zeit, als wir lernten zu sagen, wenn's reicht. Haus ist gebaut, Kinder sind schon fast groß und keiner versaut uns die Hände im Schoß. Nur das Lied, das ich sing, stammt aus jener Zeit, als wir wussten, wie es ging. Der Aufsässigkeit. Und es drang durch die offenen Fenster hinein und wir konnten nichts anderes
es als auch früher sein. Mit dem Lied, das wir sangen, erklang unser Nein und ein klares Verlangen, mündig zu sein. Stell deine rosane Brille ins Netz, es riecht nach Verrat hier von Recht und Gesetz. Nur das Lied, das ich singe, klingt nach Rebellion, nach gezogener Klinge und stürzendem Thron ihr gedungenen Vasallen, die uns Kriege bescheren. Dieses Lied, das wir singen, soll Boris euch lehren. Wir stigmatisieren nur noch, also der ist ein Putin-Versteher und der ist ein Querdenker und der ist sonst was alles. Und dann hören wir denen nicht mehr zu und wollen auch nicht hören, was der sagt. Und das halte ich für grundsätzlich falsch. Also als Künstler baut man sowieso immer Brücken zwischen allen Welten und Musik geht immer direkt ins Herz. Und deswegen kann ich das nicht anders als falsch finden. Und stelle mich auch gerne, auch mit Statements, wo manche Leute mir sagen, oh, da musst du aber mal vorsichtig sein, und oh, das ist aber ganz schön mutig. Und ich stelle mich gerne diesen Diskussionen, weil ich glaube, nur so kommen wir aus dieser Spirale raus, uns immer weiter zu entfremden, immer weiter zu spalten und mit uns machen zu lassen, was man oben gerne hätte. Da müssen wir raus. Zwei Stunden später veranstaltete die Partei Die Linke auf dem Bahnhofsvorplatz von Bernau eine Kundgebung zum Weltfriedenstag. In der Ukraine tobt weiterhin ein unsäglicher Krieg. Er bringt nicht nur Leid über die Menschen in der Ukraine, er ist auch ein Angriff auf das Völkerrecht. Atomanlagen sind Kriegsschauplatz. Dieser Krieg ist auch eine unmittelbare Bedrohung für uns. Statt auf Verhandlungen setzt die Bundesregierung einseitig auf Waffenlieferungen. Im Pazifik will sich die Bundeswehr mit Kriegsschiffen an militärischer Kraftmeierei gegenüber China beteiligen. Und gegen den Krieg des NATO-Partners Türkei in Nordsyrien fehlen der Bundesregierung die Worte. Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Statt einer Logik des Militärischen braucht es eine Logik der Verhandlung und der Abrüstungsverträge. Aber die Ampelregierung und die Parteien rechts von ihr setzen weiter auf das Militärische. Über Nacht hat Bundeskanzler Scholz eine Aufrüstung von 100 Milliarden Euro angekündigt und durchgesetzt. Diese Aufrüstung ist auch deshalb völlig absurd, weil die NATO Russland konventionell militärisch mehrfach überlegen ist. Statt 100 Milliarden Euro sinnlos für Rüstung auszugeben, brauchen wir dieses Geld für Investitionen in die sozial-ökologische Energiesicherheit. Stopp den Krieg, Abrüstung und Verhandlung statt Militarismus. Neben Martin Günther lenkten auch Janina Gebauer im Namen des DGB und Jenny Meyer die Aufmerksamkeit der Kundgebungsteilnehmerinnen und Teilnehmer auf die gewachsene Kriegsgefahr und betonten insbesondere die Notwendigkeit nuklearer Abrüstung. Dr. Hildegard Bossmann verwies auf Methoden der Propaganda in Kriegszeiten. 1928 hat ein englischer Diplomat ausgewertet, wie Kriegspropaganda in den Jahren davor funktionierte. Und wenn wir genau hinhören, wissen wir, wie es auch heute geht. Erstens, sie behaupten, wir wollen den Krieg nicht. Das gegnerische Lager trägt die Verantwortung. Der Führer des Gegners ist ein Teufel, ein Dämon. Wir kämpfen für eine gute Sache. Der Gegner kämpft mit unerlaubten Waffen. Der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten. Wir nur aus Versehen. Unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Denn
Unsere Mission ist heilig. Unsere Werte sind die richtigen. Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Am Abend des Weltfriedenstages lasen die Buchhändlerinnen und Buchhändler der Bernauer Buchhandlung Schatzinsel aus Werken ihrer Lieblingsautoren aus aller Welt, so etwa aus Texten von Katja Oskamp, Erich Kästner, Jane Austen, Astrid Lindgren und anderen.